Du krebsinfiziertes Stück Scheiße. Du krankes Tier. Es wird allerhöchste Zeit, dich Pestbeule totzuschlagen. Du rote Bestie, du bist der Nächste. Man muss ja nun echt fragen, wer ihnen ins Gehirn geschissen hat. Sie als Schwuler hängen doch mit zuerst am Galgen, wenn die Scharia Alltag wird hier. Tauber ist ein widerlicher Hetzer und Verfassungsfeind. 2015 wird gesühnt, ihr dreckigen Verräter. Sie kleines, widerliches, schmieriges, ungebildetes, gewissenloses, hinterfotziges, korruptes, erbärmliches, geisteskrankes und schwanzloses, dreckiges Arschloch. Sie sind ein Linksextremist, ein Teufel. Versuchen Sie etwa den Josef Goebbels in Dreistigkeit und Unverschämtheit zu überbieten? Wie fühlt sich das viele Blut der zahllosen Opfer an Ihren Händen an? CDU gleich NSDAP 2019. Peter Tauber ist so eine ekelhafte Person, nicht nur autoritär, sondern auch noch ein widerlicher Arbeiterfeind. Hässliche, unansehnliche Kröte. Sie dämlicher Faschist, primitives Muttersöhnchen. Die alleinige Verantwortung für die Hinrichtung Lübkes hat Lübke selber. Wenn man eine hasserfüllte Vernichtungspolitik gegen das eigene Volk betreibt, ist es logische Folge, dass so etwas passiert. Und dann bald Nummern eintätowieren und ins Konzentrationslager stecken? Nichts als Scheiße im Hirn. Du bettelst ja geradezu um einen gediegenen Kopfschuss. Warum krieg ich so Nachrichten? Nach der Ermordung meines Freundes Walter Lübcke habe ich gefordert, dass unsere Demokratie sich wehren muss gegen ihre Feinde. Und es gibt Feinde unserer Verfassung, rechtsextreme Islamisten, auch welche am ganz linken Rand. Aber momentan haben wir ein echtes Problem mit den neuen Nazis. Und deswegen haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes in unsere Verfassung einen Artikel geschrieben, der uns heute helfen soll, uns zu wehren gegen die Feinde unserer Verfassung. Damit meine ich nicht die blöde, linke, rechte oder andere Kommentare posten. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Aber es gibt eine kleine Zahl an Menschen, die vom Verfassungsschutz und den Sicherheitsbehörden überwacht werden, die unsere Freiheiten nutzen wollen, um die Freiheiten für alle zu beseitigen. Und gegen die müssen wir uns wehren. Dafür gibt es den Artikel 18 im Grundgesetz. Darüber haben sich jetzt viele aufgeregt, auch viele, die gar nicht gemeint waren. Warum ist die Aufregung trotzdem so groß? Vielleicht, weil es Sympathie gibt, heimliche Sympathie am rechten Rand mit dem Mörder von Walter Lübcke. Und das ist schlimm. Ich finde, das dürfen wir nicht so stehen lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Und man merkt an den Kommentaren eben auch, wer so redet, wer so Kommentare schreibt, der stachelt andere auf. Und am Ende werden diese Worte zu Taten. Das beste Beispiel dafür ist die Ermordung von Walter Lübcke. Und deswegen liegt es an uns, dem Hass im Netz auch was entgegenzusetzen. Ich weiß, wie das ist in einer heftigen Debatte, da vergreift man sich auch mal im Ton. Da kann man sich dann entschuldigen. Aber die, die im Netz Hass verbreiten, die müssen wissen, dass alle Gesetze in unserem Land auch im Internet Geltung haben. Jemanden zu beleidigen, jemanden zu bedrohen, all das bleibt im Zweifel nicht folgenlos. Ich finde nur, wir müssen uns fragen, ob wir über vieles, was wir da im Netz lesen, einfach so hinweggehen. Wir haben alle eine große Verantwortung mit unseren Social Media Accounts, wie wir die nutzen, wie wir vielleicht auch mal einem zur Seite springen, der nicht dem eigenen politischen Lager angehört in der Debatte, wenn man merkt, der wird mit Hass und Angriffen überzogen. Wir alle haben es in der Hand, dass unser demokratischer Streit auch ein echter Streit um Argumente ist und es nicht darum geht, die beste Beleidigung rauszuhauen. Das ist auf den ersten Blick vielleicht ganz spannend, aber am Ende tut es der Demokratie und dem Zusammenhalt in unserem Land nicht gut. Und deswegen, finde ich, sollten wir den Nazis im Netz was entgegensetzen.